Eigentlich hatte ich vorgehabt, diese Motivtorte nächstes Jahr zu machen, aber der Sommer kam noch mal in vollen Zügen zurück. Und deswegen gibt es die Flip-Flop-Motivtorte doch schon in diesem Jahr. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Und für alle, die ganz neu auf meinem Kanal sind, ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Herzlich willkommen in meiner Zuckerwelt, in meinem kleinen Zuckerwerk. Wer mich noch nicht abonniert hat, der holt das doch am besten ganz schnell nach. Abonnieren ist absolut kostenfrei, verpflichtet euch zu gar nichts und aktiviert am besten noch die kleine Glocke, denn so verpasst ihr kein Video mehr. Ja, wie schon gesagt, ich hatte mir eigentlich diese Torte für nächstes Jahr aufheben wollen, aber da der Sommer in vollen Zügen nochmal zurückkam, habe ich mir gedacht, ich mache die Flip-Flop-Torte doch schon dieses Jahr. Ich habe damit gestartet, indem ich einen Schokorührkuchen gebacken habe. Hier habe ich die doppelte Menge zubereitet, habe ihn auf einem Backblech in einem rechteckigen Backrahmen gebacken. Hier müsst ihr einfach schauen, wie groß ihr eure Flipflops machen möchtet und dementsprechend müsst ihr euren Backrahmen ausziehen. Ich habe meinen Kuchen ein bisschen zu groß gebacken, das war aber gar nicht so schlimm. Ganz ehrlich, ich backe lieber ein bisschen zu groß, wie wenn es nachher zu klein ist. Die Reste habe ich nämlich später zu leckeren Cake Pops verarbeitet. Außerdem wird meine Torte mit italienischer Meringbuttercreme eingestrichen. Ein Teil davon habe ich mir in einen Spritzbeutel mit einer großen Lochtülle gefüllt. Das Rezept dazu findet ihr hier oben in der Infocard und gefüllt wird sie mit Kirschkonfitüre. Vorbereitet habe ich mir noch eine Schuhschablone, die ich zum Zurechtschneiden des Kuchens, aber auch gleich zum Zurechtschneiden der Cakeboards verwende. Wir starten jetzt los. Ich zeige euch das Füllen, das Einstreichen und natürlich auch, wie ich die Flipflops dekoriert habe. Ich starte mit dem Ausschneiden der beiden Flipflops. Dazu nehme ich meine Schablone, gebe sie auf den Kuchen und schneide einmal einen rechten Flipflop und natürlich auch seitenverkehrt einen linken Flipflop aus. Die Kuchenreste nehme ich vorsichtig ab. Die werden übrigens nicht weggeworfen. Die kann man super für Cake Pops weiterverarbeiten. Die beiden Flipflops schneide ich einmal in der Mitte waagerecht durch. Spritze anschließend außen einen Ring Buttercreme und in diesen Ring fülle ich nun die Marmelade hinein. Decke das Ganze mit dem zweiten Kuchenteil ab und streiche die Torte mit einer ersten Schicht Buttercreme ein. Diese muss noch nicht ganz so ordentlich sein. Diese dient in erster Linie zur Krümelbindung. Anschließend verfahre ich natürlich mit dem zweiten Schuh genauso, gebe die Torten für 20 Minuten in den Kühlschrank und streiche sie noch mit einer weiteren, mit einer zweiten Buttercremeschicht ein. Diese ziehe ich am Rand mit einer Teigkarte glatt und oben die Lippe, die jetzt übersteht, nehme ich mit meiner kleinen Winkelpalette weg. Anschließend kommen die Torten wieder in den Kühlschrank. Während der Kühlzeit bereite ich noch zwei Cakeboards zu. Heute verwende ich eine etwas dickere Tortenpappe, nehme meine Papierschablone, male den Schuh mit einem Lebensmittelstift auf die Tortenpappe auf, schneide diese aus und so habe ich nämlich passgenau zwei Cakeboards. Bitte achtet darauf, die andere Seite muss natürlich seitenverkehrt sein. Meine beiden Kuchen sind gut durchgekühlt und nun streiche ich die Oberfläche mit ein wenig Buttercreme ein, gebe ein Backpapier oben drauf, wende die Torte auf den Kopf,
Denn A, bekomme ich nämlich jetzt super das Cakeboard unten aufgeklebt und B, habe ich nachher eine richtig schöne glatte Oberfläche, wenn ich die Torte wieder zurückwende. Den unteren Rand streiche ich anschließend auch nochmal ein, sodass wirklich alle Lücken gefüllt sind, gebe die Torte so gewendet dann in den Kühlschrank und verfahre natürlich mit dem zweiten Flipflop ganz genauso. Nach der Kühlzeit werden die beiden Flipflops wieder zurückgewendet, das Backpapier vorsichtig abgezogen und eventuelle Lücken gleiche ich nun noch aus, gebe die Torten wieder in den Kühlschrank zurück und bereite in der Zwischenzeit den Fondant vor. Diesen habe ich mit der Farbpaste Türkis von Tortis eingefärbt, den habe ich schon vorbereitet und rolle ihn nun länglich auf etwas Speisestärke aus. Damit er auch schön gleichmäßig dick wird, verwende ich noch Ausrollhilfen und anschließend schneide ich einen dicken Streifen aus. Für die Breite des Streifens habe ich natürlich zuvor meine Torte ausgemessen und dementsprechend schneide ich natürlich auch etwas mehr wie 4 cm diesen Streifen aus und lege ihn anschließend um den Rand der Torte drumherum und decke den Rand damit ein. Nachdem ich mit dem Rand soweit zufrieden war, wird noch die Oberfläche der Flipflops mit Fondant eingedeckt. Dazu dekoriere ich aber zuerst den türkisen Fondant mit Blumen. Hier habe ich verschiedene Fondantfarben genommen, nehme diese Blumenausstecher und steche damit einige Blumen aus meinem bunten Fondant aus. Anschließend rolle ich den türkisfarbenen Fondant gleichmäßig und groß genug aus, klebe die ausgestochenen Blümchen mit etwas essbarem Zuckerkleber auf der Oberfläche fest . Rolle noch einige Kügelchen, die ich in die Mitte der Blümchen noch aufklebe, drücke die Blumen mit meinem Fondantkletter vorsichtig flach und nehme anschließend dieses Stückchen Fondant und decke die Oberfläche der Flipflops damit ein. Damit ich die Seiten schön sauber abschneiden kann, wende ich nun die Torte wieder auf den Kopf. Dazu gebe ich allerdings erst etwas Backpapier auf den Fondant, wende die Torte und schneide anschließend den Überschuss mit einem Marzipanmesser weg und wende die Torte wieder zurück. Selbstverständlich verfahre ich mit dem zweiten Flipflop ganz genauso. Für die Riemchen habe ich gelben Fondant mit CMC-Pulver verknetet. CMC ist ein Bindemittel und bezweckt, dass der Fondant schneller und stabiler aushärtet. Dieses knete ich in den gelben Fondant gut ein, rolle diesen gleichmäßig mit meinen Ausrollhilfen aus, strukturiere die Oberfläche ganz grob mit etwas zusammengeknüllter Alufolie und schneide zwei Streifen mit einer Breite von etwa einem Zentimeter aus. Diese lege ich an einer Seite übereinander, schneide das Ganze spitz ab und drücke die vordere Spitze, damit der Fondant dort zusammenklebt, spitz aneinander. Auf den Flipflop gebe ich nun die Papierschablone. In die Papierschablone habe ich mit Löchern markiert, wo die Riemchen im Schuh befestigt sind. Hier steche ich mit einem Pinselstiel einmal durch, sodass ich die Markierungen im Fondant habe.
gebe in die Löcher etwas essbaren Zuckerkleber. Befestige zuerst das Riemchen vorne und polstere das Ganze mit zusammengerollter Küchenrolle aus, damit die Riemchen nicht flach auf dem Schuh, sondern dreidimensional trocknen. Die beiden hinteren Enden kürze ich nun passgenau, drücke das Ende noch schmal zusammen und klebe auch dieses in dem vorbereiteten Löchlein fest. Unter die Riemchen gebe ich noch weitere Küchenrolle und gebe die Torten zum Trocknen in den Kühlschrank. Ich habe die Torten nun über Nacht in den Kühlschrank gegeben und am nächsten Tag waren die Riemchen schon so weit ausgehärtet, dass ich die Küchenrolle abnehmen konnte. Ich präsentiere die Torten auf einem Cakeboard. Dieses Cakeboard ist eine Kaperplatte, eine Leichtschaumplatte, die ich im Architekturbedarf kaufe. Den Link dorthin findet ihr in der Infobox. Diese Kaperplatte habe ich mit einem Cuttermesser so groß zurechtgeschnitten, sodass ich meine beiden Flip-Flop-Torten nun hier drauf präsentieren kann. Außerdem verwende ich noch etwas Royal Icing. Zunächst klebe ich den ersten Flip-Flop mit etwas Royal Icing auf der Kaperplatte fest, verteile anschließend grob das Royal Icing, verstreiche dieses auf der Platte und gebe auf das noch weiche Royal Icing zermahlene Kekskrümel, sodass es aussieht wie Sand. Da die Torten an einem Stück übereinander stehen, gebe ich nun in die untere Torte einen etwas dickeren Strohhalm. Diesen stecke ich hinein, schneide ihn bündig ab, gebe anschließend etwas Royal Icing in die Mitte und die zweite Torte obendrauf. Durch die beiden Strohhalme ist nun die obere Torte ein wenig abgestützt, sodass sie die untere Torte nicht eindrückt. Schließlich dekoriere ich das Cakeboard mit dem restlichen Royal Icing sowie den Kekskrümeln noch fertig. Für die Sandmuscheln herzustellen, habe ich einfach die restlichen Kekskrümel mit weicher Butter verknetet. Presse diese in eine Schokoladenform, die ich zu Hause hatte. Gebe diese Schokoladenform für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, sodass die Butter fest wird. Schmeiße die Muscheln nun aus und dekoriere sie zusammen noch mit ein paar Papierschirmchen auf das Cakeboard. Zu guter Letzt bekommt der Rand des Cakeboards noch ein passendes Satinbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel befestige. Alle Rezepte zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben auf dem i in der Infocard und ihr findet ihn auch hier unter dem Video in der Infobox. Schaut auf jeden Fall mal in die Infobox, da findet ihr nämlich auch noch weitere Links, unter anderem zu meinen sozialen Netzwerken Facebook und Instagram, falls ihr mir da noch nicht folgt und mir vielleicht gerne folgen möchtet. Da würde ich mich mega drüber freuen. Aber ihr findet natürlich auch die Links zu den Produkten, die ich für diese Torte verwendet habe, falls euch das ein oder andere interessiert. Wenn ihr was nicht verstanden habt oder wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Und wer nun noch weitere Videos von mir sehen möchte, ich verlinke euch hier noch weitere Videos von mir und wünsche euch nun einen wundervollen Start in die neue Woche, einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns entweder gleich oder ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.